Ahoi und Hallihallo. Ja, wir sind jetzt unterwegs. Wir haben es geschafft, die Insel anzusteuern. Robin ist natürlich auch dabei, wie die letzten paar Mal. Hallihallöchen. Ich wollte gerade sagen, das ist dein Zeichen, Hallo zu sagen. Achso. Ja, verpasst habt ihr nichts. Wir sind schon mal zur Insel gefahren. Ja doch, was habt ihr verpasst? Ich habe einen riesen Fisch an der Angel gehabt. Boah, das war ein riesen Kavenzmann. Sogar Robin war neidisch. Ja, aber leider hat er uns besiegt und ich konnte ihn nicht fangen. Nein, deine Nase wird gerade größer, oder? Ja, aber hallo. Ich war zu dämlich, diesen blöden Fisch zu fangen. Überhaupt irgendeinen Fisch zu fangen. Da muss ich nochmal hier in die Studie gehen. Oh. So, haben wir noch nicht angefahren. Passt schon. Soll ich es reparieren oder haben wir schon wieder ein Leck? Naja, also normalerweise kracht das, wenn wir ein Leck haben. Okay, wenn du das jetzt nicht krachen nennst, ist okay. Nee, ist wie so krack. Also, das ist jetzt mal so ein kleines Knirschen. Ach, das krack. Alles klar. Ja. So, ist es jetzt wieder so eins mit Karte, oder? Warte, schau mal gleich nach. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Warte mal kurz. Wir sind Brooks Hollow. Bist du überhaupt zu Brooks Hollow? Wie sieht das denn überhaupt aus? Ah ja, genau. Ja, da haben wir auch die Karte. Ja. Okay, ich werde diese Schätze wieder niemals finden. Das sage ich dir jetzt. Wir sind da, oben. Ja, wir sind eigentlich gleich dort in der Nähe, oder? So theoretisch. Ich auch. Wir müssten eigentlich mit diesem komischen Pfad finden, dann sind wir doch schon da. Warte, der Pfad ist hier. Auf. Und die Schlange auch. Moment mal, war das nicht der hier? Nee. Ach, verdammt, ich raff's einfach nicht. Guck mal, wenn du auf die Web schaust, du bist doch gerade zwischen zwei großen Steinen, das sind die oben. Moment, mich hat gerade eine Schlange geknutscht. Ja, mich auch. warte mal, ich muss hier nochmal die Map aufmachen, das ist ja furchtbar hier. Ach so, ja, nee, ja, doch, ja, okay, vielleicht. Okay. Warte mal, das heißt, das müsste ja dann eigentlich theoretisch... Weil wir, da sind wir jetzt durch? Gott, ist das jetzt dieser Pfad? Ja, da kommt der Pfad. Nee, hier. Hier ist der Pfad. Ja, genau. Da müsste doch irgendwo jetzt hier sein, oder? Ja. Müsste halt wieder graben. Jo. Warte. Nee, hier noch nicht. Doch, ich hab ihn. Echt jetzt? Ja, natürlich hab ich die Geräusche gefallen. Ja, stimmt. Was wollt denn ihr jetzt? Ihr habt doch hier, also... Als ob ihr noch was mit dem Schatz anfangen könntet. Ist mal ganz ehrlich. Wie geht's ums Prinzip, so wie bei dir? Du hast ja auch gedacht, du willst lieber über Bord werfen. Ja, hallo, bevor das jetzt irgendjemand anders kriegt, werfe ich die Schätze über Bord. Siehst du? Ja, sag mal. Ninja-Skelette hier. Man zeigt nicht mit dem blanken Eisen auf andere Menschen. Mann. So, warte. Ich helfe hier. Ja, okay. Ich buddel es mal daneben. Ich bin so doof, echt. Okay. Willst du dann deine Harpunen-Skills machen? Wollen wir die Kiste erstmal verstecken? So nach dem Motto, die anderen finden sie nicht? Ach, die blinken aber wie sau, oder? Ja, die blinken schon, wieso? Ja, du kannst sie auch einfach hier hinlegen. Hier ist so eine Lagerkiste, die habe ich schon genommen. Die könnten wir eigentlich mitnehmen und Vorräte reinpacken. Das könnten wir wahrlich tun. Da kannst du mal reinschauen, da kannst du im Prinzip alles reinpacken. Ach so. Das ist ziemlich gut, dass wir sowas haben. Die verkaufen wir auch nicht. Also erstmal nicht. Ich verstehe. Ja. Okay, dann gucke ich mal auf die Karte, wo denn das nächste Schätzchen ist. Willst du dann den nächsten Schatz suchen, dann schaue ich schon mal, dass ich auf der Insel die Kiste hier ein bisschen auffülle. Du weißt schon, auf was du dich da jetzt gerade einlässt, ne? Ja, es wird Stunden dauern. Das ist korrekt. Das habe ich heute in Kauf genommen. Sagen wir es so. Ich muss leider echt zugeben, das wird so passieren. Das wird sehr lange dauern, ja. Ja, natürlich. Weißt du, es ist ja vollkommen klar. Jetzt sind wir einmal bei Sonnenschein auf so eine Insel und ich muss in eine Fackhöhle rein, wo es wieder dunkel ist. Ich krieg diese Dunkelheit hier nicht mehr los. Und ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt richtig bin. Oh, hallo, da bist du ja. Was willst du denn hier bitte? Ich habe keine Ahnung.
Ich brauche Hilfe. Ich brauche jetzt schon wieder Hilfe. Ich habe mich verlaufen. Theoretisch müsste das doch hier sein. Da, wo ich stehe, oder? So laut Karte. Könnte es hier sein? Also gut, ich bewaffne mich jetzt mal mit Schaufel. Jugendchen, mach doch mal Platz. Ich könnte natürlich auch mal anfangen. Was habe ich denn jetzt? Ach ja, die nehmen wir mit. Nein, nein. Oh, warte mal, kann ich das nicht einfach hier 5? Nee, wieso gehen das nicht? Das ist voll doof. Es könnte auch oben drauf sein, ne? Wie, das könnte oben drauf sein? Du kannst ja hoch auf die Insel. Och, nö, das verkompliziert die Sache ja komplett. Ja. Ich meine, ich bin hier gerade echt... Kann kritisch sein. Also ich bin der beste, weltbeste Martenjäger. Ich finde hier jedes Mal Marten und so ein Geschribbel. Okay. Au! Was denn? Was willst du jetzt? Hä? Haben wir nicht gesagt, du hast heute Feierabend? Hau ab jetzt! Ja, schon. Okay, also theoretisch kann das auch oben sein. Ja. Ich habe hier gerade eine Notiz gefunden. Ja, das ist auch wieder nur so eine Schatzquest, aber halt eine kleinere. Und ich habe eine Kiste mit rumgefunden, ist das gut? Die kann man bei der Handelsfraktion verkaufen, ja. Und da ist noch eine Kiste. Nimm, was für eine? Eine Lagerkiste. Ja, sehr gut. Bin toll. Oh, jetzt nehme ich alles auf, ich Idiot. Möchtest du mal hierher kommen, dann ziehst du das und ich gehe weiter auf Schatzsuche. Jo, Sekündchen. Weil da haben wir beides. Und ich guck dann, wie ich da irgendwie hochkomme. Jojo, Sekunde. Wo ist er denn? Wo hat er sich hinverirrt? Bist du in der Höhle drin oder außen? Nein, nein, ich bin wieder außerhalb. Ah, okay, da weißt du, wo du bist. Ja, es gibt hier in dem Spiel ja nicht nur die Jack Sparrow-Dinger, sondern es gibt ja auch noch andere, da hinten. Anführungszeichen Story-Quests. Hast du es gesehen? Oh. Da hinten? Ja, ich seh's. Okay, so, wie kommen wir jetzt da hoch? Ach, guck mal, nehmen wir doch mal die Treppe. Jo. Und die ist leer, das ist toll. Zwei Kanonenkügelchen, die nehmen wir mit. Und ich habe wieder irgendwas. Ich habe eine Mission erhalten. Ich konnte meine Krabbelfinger wieder nicht bei mir halten. Okay. Ich weiß ja nicht, du. Also ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt ansatzweise gerade richtig bin. Ich habe die Orientierung komplett verloren. Das ist, Du kannst ja mal schauen, ob du irgendwelche Palmen oder Steine findest bei dir, die darauf hinweisen könnten, wo du bist auf der Karte. Ja, das könnte ich. Sieht mir nicht so danach aus, als ob ich in die Höhle muss. Man weiß es nicht. Also da geht schon mal nicht weiter. Ach, ist doch nicht gut. Ist das so ein Spaßfaktor an dem Spiel? Ja, planlos nach Schätzen suchen? Ja, also nicht planlos. So nach der Zeit hast du auf jeden Fall ein Gefühl für, wo was sein könnte. Du bist dann auch öfter auf den Inseln. Aber du kennst sie dann schon so ein bisschen. Weißt dann ungefähr, wo du wie wo lang musst. Aber dieses Suchen und Rätseln ist schon teilweise so ein Spaßfaktor, würde ich sagen. Oh. Na dann. Ich habe keine Ahnung. Man muss ja auch sagen, was wir hier gerade machen, ist ein Bruchteil von dem Spiel, was es an Inhalt zu bieten hat, ne? Ja. Es gibt ja auch, wie gesagt, doch diese ganzen Weltevents, wie beispielsweise dieser eine Schädel, der rote, der vorhin in der Luft war. Ich muss jetzt hier doch irgendwo dieses Pier sehen, wenn ich richtig bin. Ja. Ist hier irgendwo das Pier? Ja, das sieht mir hier sehr pierlos aus. Ja.
Okay, dann wenn ich es auf der anderen Seite auch nicht sehe, dann bin ich komplett falsch. Ach, verdammt. Hast du bei dir in der Nähe ein Pier? Ach, den, ah, ich sehe den Pier. Haha. Okay, Moment. Ich kann es, glaube ich. So, jetzt muss ich noch. Oh Gott, jetzt muss ich umdenken. Warte mal. Hä? Wo bin ich denn? Ich bin ja total falsch. Wir haben ja nur ein Pier, ne? Oh Gott. Moment. Also gut, wir müssen jetzt hier hinter irgendwo. Ich hab's. Wie, du hast sie? Okay, bleib mal bitte dort stehen. Ist ein bisschen tricky gewesen, muss ich zugeben. Die war echt ein bisschen schwer. Bitte dort stehen bleiben. Ich will jetzt wissen, wo die war. Ja. Da wäre ich ja niemals hingelaufen. What? Warum? Was am meisten helfen, sind die Trampelpfade tatsächlich. Jetzt ist die Karte weg, ne? Oder? Tatsache. Ja. Jetzt wollte ich gerade nochmal nachschauen, wo das jetzt auf der Karte... Hä? Oh Gott, ey, ich wäre komplett in die falsche Richtung gelaufen jetzt. Yep. Das ist ja unfassbar. Bin ich froh, dass ich das jetzt nicht alleine suchen muss. Ich würde unendliche Zeiten verbringen, um eine Kiste zu finden. Das ist schon ziemlich traurig. Ja, ne? Das sehe ich auch so. Muss man neidlos anerkennen, ich bin kein guter Kistensucher. Die kann man da oben lassen. So. Da ist halt echt dieses blöde Pier, da krieg ich die Krise. Okay, das nehmen wir mit. Ich fülle mich schon mal nochmal so weit auf, wie es irgendwie geht mit Utensilien. Ja, kannst du machen. Okay, ich denke, das war's schon. Oh, da steht ein NPC. Jupp. Sind die grundsätzlich immer gut? Machen die irgendwas? Hallo? NPCs was? Machen normalerweise nie was. Hallo, Wild Henry. Einmal habe ich einen Knochen gegessen und mich daran verletzt, aber ich hab's ihm verziehen. Ich sehe gerne ins Feuer. Haha, Gott, der ist durchgeknallt. Ich sehe es jetzt schon. Jupp. Also, wie erkläre ich das? Es gibt ja nicht nur die Jack Sparrow-Quests im Prinzip oder Story-Quests. Es gibt auch noch so andere Story-Quests, okay? Und das sind meistens die NPCs relevant für. Ich habe gerade ein ganz anderes Problem. Wie kann ich denn ganz höflich... Ah, jetzt. Ich wollte ganz höfliches Gespräch mit ihm beenden, aber er wollte nicht. Munitionskiste. Und es dünkelt schon wieder, natürlich. Was ist eigentlich... Ich weiß nicht, bei dir Licht. Was? Dass es so dunkel ist. Also ich finde, bei mir geht das voll fit. Bei mir sieht es sogar eigentlich echt schön aus. Ja, jetzt geht's bei mir auch. Also, keine Ahnung, was das vorhin war. Vielleicht sieht man es auch in der Aufnahme nicht. Muss ich mal nachgucken. Dann hat sich das Thema auch erledigt. Was ist denn das da vorne eigentlich? Was genau? Das da? Das ist so ein Weltevent unter anderem. Das heißt... Was genau dieses Weltevent jetzt ist, weiß ich auch nicht mehr auswendig. Das ist ein bisschen zu lang her, aber ich glaube, das war eins mit ziemlich vielen Geisterschiffern. Ey, Moment, ey, ich genieße hier die Aussicht, dann kommt ihr wieder. Was wollte ich mir? Oh. Super, ich find's geil, dass du die Gegner wegmachst und ich krieg Belohnungen. Das können wir immer spielen. Ja, echt? Warte mal, ich will das Hühnchen hier kurz mitnehmen. Hähnchenschläge ist gut. Aber lass das arme Hühnchen. Ah, der droppt Hähnchenschläge. Na, guck mal. Nicht noch den Knochen in die Pfanne. Sag mal. Jetzt haut er. Nee, das kannst du vergessen, mein Freund. Du haust dich aber nicht ab. Nee. Hier erst hier Stunk machen und dann abhauen. Was zum Teufel ist denn jetzt schon wieder? Overkill. Sag mal, es gibt aber auch keine stärkeren Waffen oder irgendwie sowas, nee. Ne? Nope. Es gibt aber... Taktiks, mit denen du an manche Gegner rangehen kannst. Allerdings.
Also das mit dem App, ne, das ist so eine ganz große Geschichte bei mir. Ja, das ist Gewöhnungssache. Das ist wirklich reine Gewöhnungssache. So. Okay, das heißt, wir zwiebeln jetzt zum nächsten. Jupp. Snake Island. Oder warte mal. Kann ich irgendwie... Nee, kann ich hier nicht nachschauen. Ja doch, Snake Island, das müsste gleich daneben sein irgendwo, ne? Ja. Dann gehen wir mal zu Snake Island. Ich überlasse dir mal das Steuer, du kannst es so gut. Oh oh. Soll ich den Anker lichten? Für dich mache ich das. Aber nur für dich. Ja, Wenn du ja, sagst, dann ist doch schon wieder irgendwas. Haben wir wieder Feinde irgendwo? Kommt straight vor uns, da betteln sich gerade, ein Geisterschiff oder ein Skelettschiff mit einem normalen Playerschiff. Das heißt, theoretisch könnten wir zugucken, wer gewinnt und dann können wir looten, wenn der Mensch verliert. Aua! Das hat aber jetzt richtig Krach gemacht, oder? Bist du über Land gefahren. Ein bisschen. Oh ja, ein klein wenig. Hast du ein Glück, dass ich Bretter habe? Oh. Doppelbrett. Ja. War's das? Nee. Oh, die Insel schießt auf uns. Warum machen sie das jetzt? Da ist ein Skelett an so einer Kanone, die auf der Insel ist gespawnt. Ey, ich komm dem gleich rüber, diesen kleinen Willi da. Treffen meistens nie was. Die sind richtig schlecht. Sagtest du, und dann kommt genau einer auf uns zugeschossen. Ja, meistens nach dem 7. Schuss treffen die dann auch. Das ist so Pufferzeit, falls man so steht, dass man, dass die einen treffen könnten. Weißt du? Okay, ich verstehe. So jetzt lagern wir mal die Nahrungsmittel wieder ein. Jo. Und natürlich. Oben habe ich eine Lagerkiste hingestellt, du könntest mal umschütten. Ja, natürlich. Ich bin ja auch hier nur der Matrose. Ja, Ausbildung. Fahren willst du denn? Das Ding willst du denn machen? Nein! Ich meine das ja ernst. Wo ist die Kiste? Ich sehe ja. Hier. Hinter dir. Hier. Nee, warte. Hä? Wo ist die Kiste? Das ist eine Geisterkiste, die ist weg. Ah, nee, ich hab die hier unten mit reingestellt. Ah, okay. Lagerkiste. Lagerkiste öffnen. Das heißt, wir nehmen jetzt hier alles. Oh Gott, das dauert ja Stunden. No. Okay. Ey, hast du Bock zu kämpfen? War das jetzt irgendwie eine Fake-Frage oder was war das jetzt? Nee, die war ernst gemeint. Als ob ich Bock hätte zum Kämpfen. Ich bin geboren, um zu kämpfen. Wen soll ich niedermachen? Wo denn? Das regeln wir gleich. Warte mal, ich will was testen. Moment, das sind aber zwei Schiffe, ne? Ja, das eine sind Spieler, die mit den normalen Laternen und die mit den Neonlaternen sind, Wo siehst du denn normale und Neonlaternen? Ich sehe bei keinem Schiff eine Laterne. Farbenmäßig. Du meinst, die jetzt gerade hier fahren, die sollten wir nicht angreifen, oder? Das sind Spieler. Die lassen wir in Frieden, oder? Ja, nee, der hintert uns. Der versucht uns zu hintern. Geh mal hier, fertig an die Leitern. Hat mich. Oh, Junge. Alter, wieso bist du Profi? Du sollst ein Profispieler sein? Ich war Lowlife und er hat mich sofort weggeholt. Wie kann ich den wieder... Ja, super, was machen wir jetzt? Ja, wir warten, bis wir wieder spawnen. Du bist auch tot, nehme ich an, ne? Nee, ich bin jetzt mit dem Wasser. Ich wollte dich gerade wiederbeleben und dann, Das ist schlecht. Jetzt klauen die unser ganzen Loot? Wir hatten eh nichts gerade. Also, ernsthaft. Am wichtigsten ist, dass unser Schiff nicht versenken. Wegen der Flagge. Ja, die werden uns wahrscheinlich gerade den Anker runtergemacht haben und sich jetzt so positioniert, dass sie gerade auf uns schießen können. Ich von aus. Und einer wird uns gleich spawnen campen. Okay. Was ich dir empfehlen kann, ist, nimm die Schrotflinte mit. Ich habe keine Schrotflinte jetzt. Doch, die hast du. Die kannst du auf dem Geist... Achso, ja, okay, gut. Bist doch runtergefahren. Wenn du tot bist, auf dem Geisterschiff am Mast des Arsenal. Ach, come on, ey. Bist du wieder da? Ja, ich lade gerade. Weil ich könnte noch gerettet werden. Wo ist er? Er ist noch auf dem Schiff. Er läuft gerade in der Kabine rum. Hab ich auch. Ach komm, ey, was bist du für ein Gamer? Ich dachte, du hast schon so 100.000 Schotten. Was hält dir ein Schrottgun-Schutter?
was hält der Shotgun-Schuss auf Close Distance aus? Was hast denn du für tausende von Stunden reingesenkt? Und kein Skill? Ja, wow, danke. Vielen, vielen Dank. Na komm, lass mich raus, ich will wieder abgemurkst werden. Ich hab dir gesagt, ich kann dir das Spiel erklären, nicht, dass ich gut darin bin. Na, wie lange dauert denn das? Ein bisschen. Ja, und wann lassen... Und warum bist du eigentlich auf die komplett zugesteuert? Ich wollte doch nicht, weil wir da eh hin mussten. Ja, da hätten wir halt einen Bogen gefahren. Toll. Ja, wir hatten... Zwei ja, hallo? Dabei. Bill? Normal, wir machen unser Schiff kaputt, die Wichser. Ja, wir brennen. Also unser Schiff brennt. Ich bin schon wieder tot. Was soll denn der Rotz? Das macht so gar keinen Spaß, wenn ich ehrlich bin. Alter. Alter, da bin ich auch schon wieder. Wie viel hält denn der aus? Ja, also ich habe auch schon ein paar Mal jetzt auf ihn eingeprügelt, das hat ihn aber nur so null interessiert. Ja, der hat gefressen in der Zwischenzeit. Ach so. Aber trotzdem. Das gehört zum Spiel dazu. Oh, das macht keinen Spaß. Bin ich kein Fan von. Aber warte mal, doch, den habe ich glaube ich geholt. Ja, einen hast du getötet. Ja. Stimmt, da hat der andere doch noch ein bisschen länger am Leben. Aber was macht der denn jetzt? Ist das der andere? Nee, der andere ist noch am Leben. Ach doch, ja, der ist auch jetzt tot. Sicher, dass es dasselbe ist? Ja, das waren jetzt zwei. Ist der vielleicht verbrannt? Ist der irgendwo reingelatscht? Ja, was machen wir denn jetzt? Unser Schiff geht gerade unter. Oh ja, war jetzt auch noch das... Ah, ne. Ah doch, unser Schiff geht gerade unter. Können wir noch was tun? Ja, wir können was tun. Ey, licht mal den Anker. Der wurde geankert. Ich kann den Anker nicht abmachen jetzt. Mann, was für ein Stress! Ja, hier beschossen und zerstört. Aua. Aua, das hat doch weh getan. Nimm mir auch. Okay, Anker gelichtet. Sehr schön. Einfach in die Richtung fahren lassen und komm mit runter und helf mir. Au. Out. Ich bin da oben gepackt. Sehr schön. Ich schüttle, du schnupfst. Okay, dazu müsste ich aber erstmal Holz nehmen. So. Ich klopfe. Halt aber noch ein Auge ich drauf, dass sie... Ja, neben uns ist das Skelettschiff. Warte mal. So ein Scheiß. Oh. Aua, was soll das denn jetzt? Ja, das ist das Skelettschiff, das ist stumm. Warum will jetzt das Skelettschiff stumm? Wir haben doch denen gar nichts getan. Doch. Und warum schippst du eigentlich kein Wasser? Ich hab gerade das Segel richtig eingestellt, damit wir ein bisschen schneller bekommen. Ich bin hier nur am Flicken. Ja. Hör doch mal auf hier. So, ist jetzt hier Schicht, ja. Es sprießt hier nichts mehr. Ah, von Regen, guck dir das mal an hier. Hä? Oh, ich war schon wieder Holz. Meine Güte. Ja, komm rein mit. Was würden wir denn machen, wenn wir kein Holz mehr hätten? Dann wär's das gewesen. Oh. Kannst du mal O definieren? Ich sehe nur einen Balken, den ich hier bearbeite. Oh. Nix. Nix zu definieren. Das macht es aber nicht besser. Einfach. Oh. Nichts, alles gut. Ich hab uns gerade eventuell fast selber geankert. Okay, ich glaube, wir sind dicht. Ich schöpfe jetzt Wasser, ne? Echt, bist du schon dicht? Easy. Ich sag mal doch gemeistert ihre Herausforderung. Ich habe noch gar nicht geguckt, haben wir eigentlich unsere Beute noch? Die ist ja auch noch da. Jo. Wie ist denn das passiert? Die waren halt. Also wir sind nicht die besten, aber die sind dann auch echt kacke. Das sind ja voll die Kacknoobs gewesen. Von wegen an das gestoppt. Hä? Wo was? Da hinten. Hier, das da, wo ich gerade stehe. Hä, wo kam das denn jetzt her? Ja, das frage ich dich. Oh, wir haben kein Wasser mehr. Soll ich nochmal ein Loch aufmachen? Nee, bitte nicht. Ich meine, weil wir gerade genug Stress haben. So, komm. So, wer will jetzt mit... Oh. Mal links und rechts. Links? Was ist denn links? Schiff. Oh nee, hau ab. Das nächste mache ich gerade. Aber du lenkst gerade Richtung Schiff. Ja, ich muss halt an dem
Soll ich auf die Insel fahren? Ich sniper die jetzt alle auf dem Schiff weg. Wenn du das machst, ey, dann... Also, ja, das erste Mal habe ich voll auf die Kanone geschossen und dachte, das ist ein Geist. Also, einen Treffer habe ich schon mal. Das kommt uns immer näher. Triffst du das Schiff oder die Gegner? Die Gegner. Okay. Oh. Oh, Mann. Wenn wir gerade Ich weiß. Okay. Shit, jetzt kann ich... Plan gewesen. Ich wollte da drüber springen und wollte die entern. Dann ist doch schlechter. Ja, aber das habe ich gemerkt. Fahr du mal weiter, ich warte mal auf meinen Engel des Wassers. Ich mache einen Trick. Ich dachte, ich springe rüber und mache die jetzt alle. Es nähert sich noch das andere Schiff, nur so nebenbei. Ich weiß, ich habe einen Jack Sparrow Move gemacht. Okay. Du hast einen Check. Okay. Das heißt, du lässt jetzt das Schiff unterm Arsch wegklauen, oder was? Nein. Wow. Nein, ich hab den Anker ausgeworfen und 180 Grad Drehung. Moment mal. Ich komme hier auf unser Schiff. Und was höre ich hier? Nur Wasser fließen. Ja, irgendwas machst du hier falsch. Ich hab hier gerade 180 Grad Drehung gemacht und uns den Arsch gerettet. Mach du mal eine 180 Grad Drehung. Ich möchte nur erwähnen, ich hab das Schiff verlassen und es war heil. Von Bord sprichst, kann ja auch nichts für. Ich wollte hier ändern, ich wollte uns doch den restlichen Loot hier verschaffen. Ja, ja. Jetzt sagen wir. Oh, hab ich die schön verarscht. Hab ich die schön verarscht. Guck dir an, wie weit sie weg sind plötzlich. Wie hast du das denn jetzt gemacht? Ich hab eine 180 Grad Drehung gemacht. Ich bin komplett in eine Richtung eingelenkt, Anker gelichtet, bis da unten ist, sofort wieder hochgemacht. Und das Schiff dreht sich um 180 Grad. Ja, okay, es ist wohl doch an der Zeit. Zwischen den zwei Gegnern. Ich muss sagen, es ist doch vielleicht Zeit, dich ein bisschen zu loben. Ein klein wenig. Sache dir, best pirate you've ever seen. Ja, ja. Oh Mann, ey. Ja, ich glaube, wir müssen. Ah ja, ich weiß, zu welcher Insel wir müssen. Ja, aber das ist so, eh so jetzt ein heißes Gebiet. Oh Gott, wo segeln wir denn rum? Wir segeln ja überall und nirgendwo. Ja. Macht's nicht Sinn, dass wir zu Blunder Valley erstmal segeln, in der Hoffnung, dass da ruhiger ist? Blunder Valley, Sekunde. Das ist eins weiter links. Das segle ich gerade hin. Achso, ja, weil bringt ja nichts, wenn wir doch jetzt wieder zu Snake Island gehen und die warten immer noch. Das ist nicht. Die warten nicht, die verfolgen uns gerade hardcore. Was machen die? Guck in die an, die verfolgen uns. Die haben Scheiß zu machen. Die verfolgen uns und die werden vom Skelettchen verfolgt. Och Leute. Unterschätze niemals die Penetranz von Sea of Thieves Spielern. Ich schneide die jetzt einfach von mir weg. So, warte. Gibt's eigentlich auch ein Schiff mit Kanonen hinten, dass wir uns jetzt hinten verteidigen können? Nope. Schade. Aber die segeln weg, ne? Die verfolgen uns nicht, die segeln in die andere Richtung. Nee, die verfolgen uns. Nein, die kommen da, doch ja. Jetzt, wo du sagst. Hab ich's auch gesehen. Ja, unser tolles anderes Skelettschiff hier, das hat aufgegeben, oder was? Was soll denn das? Ja, doch. Nee, oder? Oh, das reicht ja nie. Nee, das ist auch noch auf uns, auf unserer Pferde. Ich hätte Sprengfass mitnehmen sollen. Nee, ein Bazooka mitnehmen sollen. Hä? Triffst du gerade echt? Ich glaube, das eine Mal habe ich zumindest das Schiff getroffen. Ich kann in dem Spiel nicht snipen, das ist ja unfassbar. Ja, du musst dich nur auf das Dreieck konzentrieren und dann entweder etwas drüber halten oder Feuer frei. Ich sehe also dich teilweise gar nicht. Und so wie das Ganze hier shaked. Achso, du meinst die Leute auf dem Schiff? Nee, die ja. Habe ich auch nicht getroffen, aber ich habe auf jeden Fall, war ich nicht weit weg, glaube ich. Achso. Warte mal, weißt du, was man testen könnte? Abend? Oh, da wird einem ja schlecht bei dem Seegang. Was ist da los? Ich möchte hier mal zielen. Nee, das kann ich würde mich so wegwerfen, wenn jetzt gleich ein Kraken bei denen kommt. Warum kommen die uns eigentlich immer näher? Mal so ganz blöd gefragt.
weil die besser mit dem Wind segeln. Deswegen warum gerade. Segeln wir nicht mit dem Fuckwind? Weil wir blöd ausgerichtet waren. Aber wenn wir doch jetzt nach rechts segeln, sind wir doch schneller, oder? Warte mal. Dann lass uns doch nach rechts segeln. Und einfach mit dem Wind davon segeln. Aber jetzt schaffen wir es nächstes Mal wegen der Insel. Ja. Lass uns doch rechts an der Insel vorbei segeln. Jupp. Mach mal. Und versuchen gleich. Die einfach schlicht und ergreifend. Kämpfen die. Wir könnten die einfach versuchen zu umkreisen. Ja, können wir. Ach, das probieren wir mal. Jetzt übernehme ich mal das Ruder. Lass mich kurz. So, jetzt entweder sind es jetzt die ultimativen Skills, die ich auspacke, oder wir werden sang- und klanglos daneben untergehen. Huh. Geht schon mal los, dass ich die falsche Taste drücke. Hallo? War da noch nichts. Es könnte ja, auch passieren, dass einer auf die Insel schwimmt und uns gleich von der anderen Seite hochklettert. Ich war aber nicht so nah an die Insel ran. Das war jetzt nur so ein kleines Versehen. Kannst du mal beobachten, ob die rechts oder links an der Insel vorbeifahren wollen? Die fahren rechts an der Insel vorbei. Also da in die Richtung, die ich gerade lenk. Ja. Ja, dann. Warte, ich hab einen Plan. Jetzt. Nach links einlenken. Nach links komplett einlenken. Alles klärchen. Ach, du bist eine Sau. Ich weiß, was du vorhast. Ja. Ihr verarscht also jetzt nochmal. Und Anker ist wieder um. Los. Ja, ich fahr weiter nach links, ne? Wir drehen wieder um nach Snake Island. Jo. Dann machen wir es halt so. Eieiei, was das ist hier eine schlimme Verfolgungsjagd, was geht denn hier los? Ah, mal schauen, ob du jetzt gedoppelt trickst, da wir jetzt auch umgedreht sind. Das wäre natürlich doof, wenn wir jetzt links auf einmal das Segel sehen. Ja. Das wäre heftig. Nicht so weit nach links, einfach jetzt geradeaus dran vorbei. Ja, ja, nach rechts. Ich fahr jetzt einfach geradeaus, oder? So, kommen sie nicht. Ach, ist, das Skelettschiff ist auch rechts vorbei. Ja. Oder ja. Weggegangen wieder komplett, ich weiß es nicht. Ach, das despawnt dann? Kann sein, nach einer Zeit despawnt. Ah, ja. Genau wie der Hai auch. Beim Kraken theoretisch auch, aber ist schwerer. Weil der das Schiff extremst verlangsamt. Ich verstehe. Da hinten sind sie! Nee, das ist das Geisterschiff. Ah, das Geisterschiff taucht gerade ab, glaube ich. Wenn du hier vorne stehst. Ach, da, ja, da ist es. Die werden immer noch verfolgt. Ja. Tschüssi, ne, ihr Penner. Oh Gott, ey. Das war ja, also. Und da gehen die. Ey, da gehen die Leute wegen Fast and the Furious in die Kinos. Die hätten hier mal zugucken sollen. Ja. Das ist eine Verfolgungsjagd. Ohne dass wir durch die Gegend fliegen. Ey, ich hab mein Nötigstes getan. Ich bin hier, ich frohlocke hier noch. Juhu, Penner. Oh Mann, ey. Oh, warte mal, ich sehe noch ein Segel. Ah, die drehen auf! Natürlich drehen die wollen uns haben! Warum? Weil die penetrant sind. Die sollen einfach aufhören. Warte mal, können wir irgendwo ganz woanders einfach hinfahren? Weißt du, was wir machen? Wir fahren einfach den nächsten Dings an, geben das Zeug schnell ab, die Zeit müsste passen. Und dann können die machen, was sie wollen. Ja, wir die oder? Ja, warte mal. Weil wenn sie es. Ja, genau, wir fahren jetzt einfach zum Außenposten, geben das ganze Gelumpe ab. Jo, ich weiß schon wo. Und wenn sie dann denken, die müssen uns überfallen, dann kriegen sie halt nichts. Ja. Also, für das ist jetzt auch nicht, dass sie das lohnen würde, aber. Abstand haben wir aber genug. Ja, na und es geht hier ums Prinzip. Ja, ich weiß, was du meinst. Pures Prinzip. Ich gönne dir nichts, ich bin hier ein Pirat, was soll denn das? Als ob. Ey, warte, sind die überhaupt noch hinter uns her? Also, ich sehe jetzt das Skelettschiff noch, aber keinen. Ja, wo sind die anderen? Ist von nicht. Hm. Ah, doch, warte mal, da hinten habe ich es gerade gesehen, glaube ich. Ah, ja, ja, da. Die sind noch da. Aber ich weiß nicht, in welche Richtung die fahren. Ob die hinter uns herfahren oder ob die. War nach rechts. Die fahren nach rechts. Ich glaube, die probieren später nochmal. Ihr Penner hier. So, ich moderiere mal ganz kurz ab. Es ist schon wieder soweit. Es ist unfassbar, wie die Zeit immer verfliegt. Jupp.
Ja, das war ja eine Piraten-, also Verfolgungsjagd. Kurz vor der Niederlage haben wir es doch noch gerettet, unseren Schätzchen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, ne? Das ist da unfassbar, dass man dich immer noch mal doppelt bitten muss. Bis dann. Ciao, ciao.